Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Stadion-Vlog hier auf meinem Kanal FCA Jannis. Heute erwartet uns wirklich eine richtig geile Partie. Heute trifft der FC Augsburg zu Hause um 20.30 Uhr unter Flutlicht auf den ersten FC Union Berlin. Ich hoffe, es wird eine geile Kiste. Der FC Augsburg musste leider seine ungeschlagene Serie hinnehmen. Letzten Sonntag gab es ein 1:3 in Hoffenheim. War bitter, auch wenn man schaut, dass man auf den 7. Platz möchte. Und Union Berlin hat gegen den Tabellenführer aus Leverkusen zu Hause knapp mit 0:1 gewonnen. Also war auch gar nicht so ein schlechtes Spiel von Union Berlin. Insgesamt traf der FC Augsburg insgesamt 13 Mal auf den ersten FC Union Berlin. Es gab 5-mal einen Sieg für den FCA. 7-mal gab es einen Unentschieden und nur einmal gewann Union Berlin. Das heißt, die Tendenz geht eher Richtung FCA, aber auch Richtung Unentschieden. Und deswegen glaube ich, es wird ein knappes und ein sehr spannendes Spiel. Schauen wir uns zuerst die Aufstellung vom FC Augsburg an. Der FC Augsburg spielt eigentlich unverändert wie zum Hoffenheim-Spiel. Augsburg hat noch Ausfälle wie in Babu, die tun sehr weh. Und deswegen spielt auch ein Maximilian Bauer in der Startelf und ein Tim Breithaupt rutscht für den starken Jakic rein, was auch sehr bitter ist, weil Jakic ein sehr starker Spieler ist. Also nur eine Veränderung hingegen zum Hoffenheim-Spiel. Und ja, ich gebe noch meinen Spieltag-Tipp ab. Mein Spieltag-Tipp wird am Ende, dass der FCA mit 2:0 zu Hause gewinnt. Also ein knappes Spiel, aber auch zu 0. Ich hoffe, mein Tipp geht so in Erfüllung. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Stadion-Vlog. Let's go. Wir sind am Stadion angekommen und let's go. Sie leuchtet schon rot, grün, weiß. Richtig geil. Es wird ein richtig geiles Spiel. Und ich hoffe natürlich auf einen Heimsieg. Let's go. Das Halleluja. Wir müssen siegen, Leute, das ist dran. In euren Haaren für den FC an. Wir müssen siegen, Leute, das ist dran. Es geht einmal hoch, der FC an. Pause in Augsburg, ich gönne mir jetzt hier eine Prise. Zur Halbzeit steht es 0:0, ja, es ist verdient. Es gab wirklich keine klaren Torchancen hier wirklich im gesamten Spiel. Also vielleicht hat die Union 1:2 Augsburg wirklich gar keine Torchancen. Es ist wirklich ein langweiliges Spiel. Ich erhoffe mir mehr für die zweite Halbzeit, dass auch Tore fallen, dass der FCA das gewinnt. Und dann viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Ich habe hier zwei FCA-Fans getroffen und ihr wollt beide eure Tipps abgeben für die zweite Halbzeit. Was ist dein Tipp? Ich sag 2:0 für den FCA. Top. Ich sag 2:1. Top, ich sag auf jeden Fall 1:0 für den FCA und dann viel Spaß mit der zweiten Halbzeit.
2-0 gegen Union Berlin. Genau das war auch mein Tipp. Let's go. Befestigen den 7. Platz. Geil, Mann. Und wenn euch das Wort gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und schaut hier einen weiteren Vlog an. Und würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.